aus. Hast du Bock, wart ab, denn jetzt geht es weiter mit der Funk Your Head Up Freestyle-Cypher. 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 Yeah. Funk Your Head Up, 936. Robert Rapsport am Beats. Aha. Grüße gehen raus an die Union 5 da draußen. Ey, yo, wie sieht's aus? Habt ihr Bock? Ihr dürft bouncen. Ey, yo, das geht raus an die Union 5 da draußen. Habt ihr Bock? Ihr dürft bouncen. Ja, ja. Wie sieht's aus bei euch? Das ist Hip-Hop, was hier gerade läuft. Grad nichts Neues, grad enttäuscht. Gratis Musik gibt es gerade auf Deutsch. Also pumpt sie dir rein, Funk gehört ab, ich glaub, das müsste ein guter Sender sein. Da läuft wenig Werbung und wenn du für Jams. Und auch sonst ist hier nix Secondhand, mehr so Thirdhand, halt Giveaway-Produkt. Du weißt Bescheid, P.G., der ist sehr verrückt, weil er Wasser macht, krasser kann, als du's kannst. Das ist fast wie Ananas, ein freshes Produkt, was er hier setzt. Was du da machst, war krass, doch krasser Effekt. Als Pyrotechniker konntest du noch nie. P.G. Doppel-E, der kann alles, sogar Ski fahren. Gott verdammt, was geht ab? Komm mal ran, hier mal an, oder was? Oder LAN, oder WLAN? Lad es dir runter von mir aus in deinem Bunker. Aber P.G. Doppel-E, der ist noch untergrunter. Wenn's das Wort überhaupt gibt. Keine Ahnung, Hauptsache hier wird grad gewippt. Los geschickt, auf Mike, ohne Bühnen, doch Rauch. Wie sieht das aus? Funk gehört ab, Cypher, kick einen raus. Ja, kick einen raus. Heißt, bleibt im Raum, ey yo, geht über die Mikro, über die Boxen bei dir raus, ey. Das ist der Sound, den ihr alle braucht, wo ihr halt drauf vertraut. Funk your head up, so sieht's aus, ey yo. Ihr könnt es nicht sehen, doch das Phänomen ist da. Ihr müsst es nur wahrnehmen, grad geschehen, yo. Immer wieder jetzt, immer wieder Raps, immer wenn ich flex. Locker und PG, Alter, was geht jetzt? Zwei Seiten heute wieder am Start, weil jede Medaille halt zwei Nummer hat. Ey yo, zwei ist die Zahl, die ist nicht eins oder drei. Die steht halt dazwischen, ey yo, ich hab das geballt, krieg den Scheiß gezählt, krieg ein Buchstabiert bis zum C, Alter. Wir sind verwirrt, ihr trinkt das Bier und ihr raucht die Pflanzen. Hände hoch und alle dürfen jetzt tanzen. Yeah. Jeder braucht nun mal seine zwei Seiten, um ein Ganzes zu sein. Vielleicht sitze ich öfter mal allein zu Hause und muss schreiben, Zeile für Zeile. Ich denk dann kurz über Gott und die Welt nach. Stopp, ich korrigier mich. Gott und die Welt denken kurz über mich nach. Und ich schreib dann alles auf, was sie über uns denken. Texte? Ist ja auch egal. Ich bleib gechillt, heute in der Freestyle-Cypher. Mit den Jungs von Get Head Up. Das ist die Cypher, heute Abend, keine Ahnung. Vielleicht bin ich einfach nur planlos. Fahr einfach blind im Gegenverkehr, Gegenrichtung, keine Ahnung. Wie so oft, kein Plan von dem, was ich gerade tue. Aber ich hab was für euch mitgebracht. 58 Gründe mehr, den Scheiß hier gut zu finden. Ich hab Jungs mit mir, die das Ganze auch noch so unterschreiben würden. Und zwar blind, du weißt, wovon ich rede. Wenn ich den Stift in die Hand nehme, es ist so ähnlich, als würden sich Berge von alleine bewegen. Von links nach rechts oder von rechts nach links. Egal, wie auch immer du das Ganze empfindest. Ich bleib da. Du hörst meine Stimme, alles verschwindet. Zeit, Raum, Physik, Wissenschaft, Religion. Alles nur noch im Raum der Liebe. Ich webe, gestalte Dinge, die ich fühle. Leute fragen sich, ey yo, Bühlen, wie kannst du das einfach nur so in Worte fassen? Worte fassen, wollte ich fast sagen, Orte fassen. Keine Ahnung, ab und zu kann man sich auch versprechen. Mein Versprechen an dich, ich werde noch viel mehr Message in noch weniger Sätze packen. Und du denkst dir dann, what the fuck? Der Typ ist doch einfach viel zu gechillt in seiner Basis. Keine Ahnung, hallo Rap Deutschland. Ihr werdet gerade rasiert und zwar ohne Shampoo. Checkst du das? Ich komm vielleicht mit meinem Handtuch und klatsch euch damit auf den Hintern. Zack, bang, ich bin raus. Yeah, yo, so sieht's aus. Charlie Chaplin haut zu Hause halt da drauf. Auf die Tasten baut ein Beat und schickt uns den dann raus. Wir legen den auf und spitten einfach drauf. Charlie Chaplin, top Ding, top Junge. Mach mal weiter, Alter, Rap auch top Junge. Yo, top Lunge, später gemerkt, Alter, Beats nicht verkehrt. Komm mal ran, ich erklär's, yo. Boom, boom, chuck shit. Du kannst uns sehen, wie wir das Phänomen überlegen und entstehen. Daraus wieder alles teilt sich, alles macht zwei. Wir sind doppelt dabei, haben doppelt. Doppelten Kreis, ey yo. Und im Endeffekt ist das wieder alles eins. Nicht alles meins, weil ich immer hier halt alles teil. Ich bleib beim Mike in der Cypher zu dritt mit dem Shit Freestyle. Sag mir bitte mal, was ist.
Manche MCs sind echt übelst miese, da krieg ich einen Hals, so wie Bülens Fliege. Er bindet sie sich morgens vor dem Spiegel und danach hört er Tracks von CR7, CR7Z, abstrakt das ganze Netz. Ist jetzt voll von dem Ding, du weißt Bescheid, was hier rappt. Ist halt 5-8 Lüdenscheid, ihr wisst schon Bescheid. Übertreib nicht in Zeitung, sondern treib es weit und bleib mal bitte hier auf dem Teppich. Aber kehr den Dreck nicht darunter, hat abstrakt schon gesagt. Gott verdammt, was geht hier ab? Ist der Beat ein Automat? Schmeißt man da etwas rein und dann hat man da was raus, verdammt? Nein, ich glaub, das ist mehr Kabelsalat, so wie Funk Your Head Up. Merk dir das in deinem Kalender, du kannst es betonen. Und es wird sich irgendwie auch reimen, man muss nur peilen, wie das geht halt zwischen den Zeilen. Von mir aus 3-4 Wörter, Vokabeln und Silben, Pepung. G-Doppel-E kommt vorbei, um jetzt hier zu wildern. Das heißt, ich baue mein Zelt auf und baue es wieder ab. Zieh dann wieder in die nächste Stadt und dann baue ich es wieder auf und wieder ab. Und dann zieh ich halt auf und wieder raus mit meinen Jungs wie im Club. Aber du kommst da nicht rein, Gottverdammt, was soll das sein? Wie soll das denn jetzt sein? Lass mal sein oder pack mal ein oder werf einen Pflasterstein. Nee, Scherz, April, April, P.G. Doppel-E, der Typ ist ill, er bleibt nicht still, er wartet auf die Drums, die brauchen noch ein bisschen, also Zeit für viele Fans, ich könnte ja eine zählen, von wegen, ich will noch irgendwelche Rapper erwähnen oder sie quälen oder ich schneid sie durch mit den Wehen oder ich will sie erwähnen im Song, aber dem Prinzip hab ich noch nie irgendwas abgefunden, P.G. Doppel-E, der Typ, der dreht bei Schach die Runden, du würfelst dabei und denkst dir, jetzt ist faul, ich mach selbst einen Move und du denkst, Paul, heißt der Typ nicht nur, weil der P vorne einen Namen hat, P.G. Doppel-E, der Typ, der hat einen Laberzwang, raubst du nicht, nimm ein Telefon und ruf seinen Vater an, Locke One, P.G. Doppel-E, ohne One, immer diese Namen, Hip-Hop-Gott, verdammt, du sprengst den Rahmen, von Dortmund bis nach Barm, wenn's die Stadt überhaupt gibt auf der Karte, entsetz ich das hier gerade, das ist flambar, also zünd das mal nicht an, weil ich bin kurzmäßig verbrannt, aber egal, Mann, kein Plan, Mann, yeah. Yeah. Wenn du nah am Wasser gebaut bist, hast du ein Haus am Meer, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 check this. Zwei Seiten, yo. Ich mal grad mit Wachsmalstiften diese Bilder für dich. Ich hoffe, du gehst nicht stiften, weil du denkst, dass du mich nicht verstehst. Alles gut, bleib stehen und sieh zu, was ich hier gerade erzähl. Du weißt, du hörst meine Stimme, alles chillig. Die Leute hier verteilen nur Liebe über den Äther. Ich sag hallo Mama, ich bin im Radio. Später sehen wir uns dann vielleicht bei dir zu Hause oder irgendwo in deiner Stadt auf der Bühne. Fühlst du das, was ich hier gerade rüberbringe? Wenn ja, dann klick facebook.com/2Seiten. Sag hallo Bülent, wie geht's dir? Ich schreib zurück, hallo, mir geht es gut. Komm doch noch ein Stück näher zu mir, auf mich drauf zu. Und ich erkläre dir vielleicht, wie ich die ganze Welt betrachte oder der Grund, warum ich meine Sätze verschachtel. Man soll seine Geschenke immer ordentlich verpacken. Hey, yeah. Yo, achte, was als nächstes kommt, ist vielleicht irgendwas in zukünftiger Ortschaft gelegen. Keine Ahnung, vielleicht bin ich verlegen, verwegen, weiß nicht mal, worüber ich gerade hier rede, erzähle. Vielleicht auch nur Stumpfsinn oder Bullshit, aber hey, alles für deine Unterhaltung und ich hoffe, du sitzt gerade zu Hause und lächelst. Yo, nicht irgendeine Zeile ist hiervon berechnet. Ich war schlecht in Mathe, sorry. Siggity Cypher, Locke bleibt da und er ist so wie MacGyver. Es heißt ja, viel hat man ihn nicht in die Wiege gelegt. Außer Flow, Schnaps, haben nur wie es geht. Ey, yo, Grüße geben mal raus an den Reza. Er war noch nie hier, Alter, klärt das mal eben. Und Terrence auch, der das immer wieder verpeilt. Ich lud ihn so schoft ein, war der hier? Nein, naja, ich mein, wir geben uns Mühe immer wieder mal. Und zwischendurch fällt einer aus, passiert und wieder mal. Und dann meldet sich einer ganz unverhofft. Zwei Seiten ist am Start und droppt hier den Pod. Yo, wie sieht es aus? Wir sind immer noch im Raum. Es ist 21:45, ihr könnt es kaum hier glauben. Doch wir sprechen es aus, zertritschen es wie Trauben, machen daraus Wein. Wie kann das denn bitte krasser sein? Wir werten es auf, wir veredeln den Shit. Das ist Hip-Hop-Freestyle, wir geben dir's mit. Ey, yo, du kriegst kein Lunchpack von mir hier geschnürt. Ich bin der Typ, der die besten Underground-Heads hier kürt. Die Jungs zusammen, Funk-Adapt ziehen am Strang. Alle zusammen, weil es geht hier um One, das heißt eins. Und zusammen sind wir stark, also
was geht ab? Hip-Hop, ich liebe es jeden Tag. Ich liebe es jeden Tag und es steht auf meiner Stirn geschrieben. Ich liebe Hip-Hop und zwar 24-7. Wenn der Tag 25 Stunden hätte, dann glaub mal, wie der Satz sonst klingen würde. B.G.E., der Typ, der hat halt keine Würde. Würde ich dich sehen, würde ich die Würde nehmen und gehen. B.G.E., der Typ ist übelst ein Problem. Du hast übelst mit ihm ein Problem, dann solltest du mal drüber reden. Wir könnten rausgehen, im Regen stehen, vielleicht im Nebel daneben ein Mädel und sie will es sehen. Was ich dann sag, vielleicht gibt mich der einen Schlag oder nur einen Satz und du sagst, wow, der hat es drauf, ey Gott verdammt, lass mal abhauen und dann. Bus verpasst, scheiße Mann. B.G.E., der Typ, der ist kein Biter, Mann. Ich weiß noch nicht mal biten, was das eigentlich mit Hip-Hop zu tun hat. Ich dachte, das ist Datenvolumen auf meinem Computer. Ey, kein Plan, was du meinst, wenn du sagst, Hip-Hop ist schon im Sarg. Hip-Hop ist nicht am Start. Hip-Hop ist dein Opa. Hip-Hop ist meine Oma. Hip-Hop ist mein Opa. Hip-Hop ist mein Opa. Ich hab keinen Plan, was du da redest. Von dem Mercedes oder dein Penis spielt Tetris. Das geht nicht, ey, ich beweg das. Auch wenn es komisch rund ist, dreckig und rau. B.G.E., der grüßt Hip-Hop und die Frauen. Weil er weiß, ohne die gibt es keinen nächsten MC. Also drück mal besser deinen Samen in eine Frau und rest in peace. An die ganzen Vorschläge, die du mal hattest, von wegen Mathe, Kacke oder einen Plan, den hattest, du ein Haus zu bauen, vielleicht ein Auto und Frauen, vielleicht ein Hund, vielleicht ein Garten und ein Zaun. Das ist alles nicht so wichtig, Hauptsache, dass du bist und du bist und true bist und auf jeden Fall hier gut bist in dem, was du tust, ob du schackern gehst, Hartz IV kriegst oder einfach da sitzt und nicht weiß, was es hier ist. Vielleicht ja auch nur in irgendwas mit BAföG, kannst du dir vielleicht ein bisschen was holen, aber nicht so viel, ist halt nicht so real. Auch dealen wäre nicht gut fürs Spiel, weil dann kannst du dich verspielen. Verstehst du, wir fokussieren hier den Fokus nicht auf den Lokus, sondern auf Hip-Hop, das ist kein Globus, sondern Hokus-Pokus. Zauberkräfte, als wäre er Gandalf, ich Goblin. Du bist mehr so ein Robin, so wie ein Sidekid von Batman. B.G., der Batman, der ist Batman, aber er ist nicht Backdraft, da haben wir einen anderen für. Der nennt sich Bülent und der steht hier nicht vor der Tür, der kommt einfach rein ans Mic, gesteppt, dann wird gecyphert, weil das ist der Style bei Funk Your Head Up. Nix anderes, es wird verhandelt, bis irgendwann die Ampel bricht. Rot, gelb, grün, von mir aus mach ne Schranke zu. B.G.E., der Typ, der hat ja ein Handtuch, aber der wirft er nicht in den Ring. Ne, der steht wieder auf, holt seine Jungs und dann nimmt er vielleicht wieder was auf, ein Lied oder so, ja. Vielleicht auch einfach einen Sound, vielleicht einen Shoutout, wer weiß das schon, keine Ahnung, yo. Hauptsache, es wird immer schön gedroppt. Das ist, was ich liebe, weil das nennt man Hip-Hop. Yo. What? Killer, Alter. Ah. Ja, 12 Minuten sind wir noch da. Ein paar Freestyles hauen wir auf jeden Fall noch raus, würde ich sagen. Chill. Ha. Nenn mich B-U-L-E-N-G. Rapper steigen in den Beat ein und dann sofort wieder raus. Ich beende keine Karriere, nein. Ich bin viel zu lieb und zu artig. Ich spar mir die paar Rhymes, die ich habe, um das, was ich fühle, in Songs zu verpacken, damit ihr spürt, was ich gerade erlebe. It's a Hartz IV Life for us. Ich weiß, wovon ich rede. Ständig hustlen und grinden oder so ähnlich. Scheiße, ich verwende jetzt schon viel zu oft Anglizismen. Stattdessen angle ich ein bisschen in meinem Verstand und suche nach prägnanten Sätzen. Ich schätze, ich würde gern irgendetwas Beschissenes durch irgendetwas Schönes ersetzen. Das hat viel zu lange gedauert, ich merke es gerade selber. Bin nicht gerade gut geübt, aber ey, wer muss schon üben? Ihr müsst noch üben, würde STF sagen. Damals die 12-Inch, hab ich auch hart gefeiert. Grüße nach Köln an Favo. Danke für das Signing bei Home Recordings. Dann hätte ich wahrscheinlich Eule und Abstrakt nicht kennengelernt. Grüße auch an Jakob Bruschinski, der das Cover von 58 Gründe mehr gemacht hat. Ich schätze das. Die Arbeit, die Energie, die du da reinsteckst, dankeschön. Grüße gehen auch an 5-8, die ganze Familie, an Joe Shepard, der rechts neben mir sitzt und lächelt und wie bedeppert die Nächte hindurch Beats gebaut hat und auch abgemischt hat. Grüße gehen auch raus an Joost, den großen Jungen, der das ganze Ding noch ein bisschen dicker und runder gebogen hat. Egal, Grüße gehen an alle Menschen da draußen, die das Ding hier supporten und auch lieben. Dankeschön. Ich bin draußen wie schlecht Wetter. What? Yeah. Ja, was soll man da noch sagen? Vielen Dank an alle Herren und alle Damen. Heute Abend hier hat dann wieder Spaß. Ich hoffe, es habt ihr was gegeben und es ging ein bisschen ab. Ich hab immer drauf gewartet, dass Mittwoch ist. Dann ist hier Funk, ihr Head Up, Alter, das ist der Shit. Für mich ist das immer Bergfest, das ist sehr fresh. Alter, ich genieße es, ne, echt.
Ey yo, mit den Bros und mit den Sistern auch. Wie sieht's aus? Wir bauen hier was auf. Kommt drauf, ey yo, mit auf den Zug. Und wir fahren zusammen Richtung Zukunft. Was ist Luft? Wir nehmen sie, brauchen nur Liebe zum Leben. Was geht denn? Alter, einmal auf jeden. Alle Hände hoch, wer ist noch drauf? Für den funky Head-Up-Sound. Ja, wir sind noch im Raum. Yo. Gleich sind wir raus, also ich sag nur mal Peace. Grüße gehen raus, weil ich alle Heads lieb. Yeah, da schließe ich mir an. Peace am Bühlen und Loco One. Yeah. Und yo, Shepard, funk your head up, kreuz es an in deinem Kalender. Chuck Yoris, das ist hier der Shit, Alter, du weißt, was los ist. Die Session ist jetzt hier vorbei. Vielen Dank, dass ihr da wart, das war richtig nice.